Aber gleichzeitig, wo ich jetzt den Sport so lobe, will ich sagen, dass es nicht hauptsächlich um den Sport geht. Wir benutzen eigentlich den Sport als Köder, dass wir den jungen Leuten engagieren, dass die dann mitmachen, letztendlich. Es geht um mehr als den Sport. Wir sagen immer, es geht um etwas und dann Sport, also plus Sport und nicht Sport und dann vielleicht passiert noch dazu was. Und da gehen wir darüber hinaus und machen den Sport und über den Sport dann machen wir Aufklärungsarbeit. Und die Aufklärungsarbeit handelt um die Sachen, die man sowieso schon kennt, wie zum Beispiel die Gesundheit, HIV und AIDS-Aufklärung, den jungen Mädchen aufklären über ihre Sexualität, dass sie nicht schwanger werden, wenn die so jung sind, dass sie nicht jung heiraten müssen, weil sehr häufig wollen sie es gar nicht. Es sind die Eltern, die sie dazu manchmal zwingen, zu heiraten, als junge Mädchen. Dass sie lernen über Drogenmissbrauch und dass sie auch einfach über Sachen reden und sprechen miteinander, über das Erwachsenwerden, über Respekt und Fairness, wie man miteinander umgeht, über ihre Rechte, dass sie selber darüber reden und dieses Erkenntnis haben dafür und auch über die Wichtigkeit, in die Schule zu gehen, dass sie eine Schulausbildung brauchen. Weil sehr häufig sind sie so hoffnungslos, dass sie denken, ich muss ja nicht in die Schule gehen, weil ich sowieso in eine informale Schule gehe, wo das Lernen nicht so gut ist und aus mir wird sowieso nicht. Mein älterer Bruder, meine ältere Schwester war auch in der Schule und die haben auch keine Arbeit. Dass man trotz all dem doch noch hart arbeitet. Das sind die Themen, die wir eigentlich angreifen wollen. Mehr als nur den Sport. Der Sport ist nur für uns ein Basis, um das alles zu erreichen.